Wackel nicht so schief, streff sonst nicht. So, Eier, wir brauchen Eier. Aber Milch brauchen wir auch. Können wir uns ein Orme basteln? Wir haben keinen Schrott. Ja, mega! Wir sind in den dritten Stock gezogen! Endgame! Bedeutet aber... Ach, du heiliger Strohsack, wie mache ich denn das alles? Das wird lustig. Ein Orme basteln, genau, Alexander. Ach, schön. Ein Orme. Ja, man stellt sich das leichter vor. Und erst wenn man mit der Lage hier konfrontiert ist, merkt man, ach du heiliger Strohsack. Das geht ja doch nicht so einfach, wa? Enorme. So, zack. 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 Zicke, zacke, zicke, zacke. Ja, ich probier's. Also, zuerst haben wir jetzt das Treibstoffrohr, ne? Und den Biokraftstofftank. So. Titanerz, Endgame. Titanerz. Ja, ja, die Zensi schläft noch, Alexander. Und geht's jetzt? Gut, ne? Musst du jetzt alles machen. Ey, wir müssen 50.000 Mal umbauen, gefühlt. Scheißendreck. Aber es geht halt nicht anders. Du kannst halt nicht gleich, ne? Klar, wenn du im Kreativmodus bist und hast unendlich Ressourcen, dann geht das alles ganz fix und es funktioniert dann auch. Aber hier musst du halt immer gucken, wenn du was hast. Also ich bin jetzt schon mal
damit ihr es wisst, im finalen Stockwerk, wo sich eigentlich ab hier erst alles abhält. Abhält, ja genau, abhält vor allem. Ne? Warum gehst du nicht rein jetzt? Also hier dreht sich alles im Grunde, ab hier fängt alles an. Oh Gott, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Bei dem Wetter wäre ich aber auch liegen geblieben. Ja, Alexander. Ach, danke schön, Racker. Ist der heute Racker der Erklärbär? Das freut mich. So. Jetzt bräuchten wir noch einen Aufzug. So, das ist auch gerade fertig. Dann kann ich das auch einpacken. Das muss im Grunde noch hier bleiben. Der Müllorme. Genau, okay. Erstmal hoch. Hallo Adonis, hallo Freak. Wie geht's dir? Guten Morgen. Na, alles klar. Und auch Prost! Klung! Ja, ich kann auch erklären, nicht nur erschrecken. Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Ach so, jetzt nervt ja wieder die Möwe, ne? Buh. Warte mal. Warte mal, warte mal. Das ist die lange Seite. Das ist die. Ja, doch, das ist die lange Seite. So. Wir sind aber noch nicht bei unserer Breite angelangt. Also ist es Jacke wie Hose, wie wir es jetzt machen. Vielleicht ist es doch besser, halbe zu machen, damit wir sie eventuell wieder abreißen können. Ja. Na, mach die hier hin. Mach die hier hin und dann können wir wenigstens hier weiterbauen, weil wir müssen da noch weiterbauen. Dadelidelum, dadelidelum. Was, solange ich mich nicht bewege, geht's mir gut. Och Gott. Ey, das Jahr hat ja schon wieder furchtbar für dich angefangen, oder? Glaubst du, du musst mal wieder übers Knie gelegt werden? Wieso? Ich hab dich gestern übers Knie gelegt. Was glaubst du aber? Macht Spaß. Nyang, nyang, nyang. Auch wenn es nur provisorisch ist. Alter, Raf geht ganz schön ab hier. Auch wenn es provisorisch ist, will ich es ja trotzdem schön haben. So.
Wie gehen denn Dingsbumse? Die kann ich noch gar nicht herstellen, die Schilder. Kann das sein? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Doch, hier. Doch, kann ich. Oh, Racker. Spezialen und so, die noch ein schönes Wochenende. Vesna wünsche ich dir auch. Schönes Wochenende. Dings und Bums fertig. So geht das, ja. Ja. Sehr furchtbar, bin momentan an einem Punkt angelangt, wo ich keinen Bock mehr habe. Ein Kumpel, Arbeitskollege ist letzte Woche verstorben an Krebs. Ach du Heiliger, ey. Ach du Heiliger, Urlaub vom Leben. Damit du mal dich regenerieren kannst. Aber echt. Hilfe. Übel. Übel. Scheiße, ey. Dreizehn Uhr ungefähr, Forrest. Vater Dingsbums im Dingens, geheiligt werde dein Dings, dein Bums komme, dein Dingens geschehe, wie ein Dingens so im Bums. Mehr geht leider heute nicht, weil ich dann noch Besuch bekomme. Wir hatten vorhin das Thema gehabt. Die E-Mail zu spät kommt. Was F1 Quali? Oh Gott, das habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Ach ja. Ach so, ich wollte ja. Oh, ich bin ein Depp. Un momento, por favore. Was? 1000 Fantasien? 1000 Fantasien? Alles gut, dann verpasse ich ja mal nichts. Ja, wunderbar, Forrest. Ja, richtig, Forrest. Da musst du mich nochmal dran erinnern. Ja, ja, ja. Das ist korrekt. Kuschelkiste. So. Ist das schön? Also schön, ist wunderschön. Da ist noch etwas Sand. Und wir brauchen den Sand für Glas. Der Sand ist wichtig. Und der Schrott. Wenn wir im Endgame sein wollen, brauchen wir alles. Mein Freund. Au! So, mach den Rückzieher, mein Freund, sonst ist hier was los. Jetzt geht's in die Boppes. Geht's auf den Arme.
sonst geht das auf den Arme. Ach, ich weiß nicht. Ich nehme jetzt mal nicht Sand mit. Also nicht Sand, Erde, ne? Nee, Ton. Nehme ich jetzt mal nett mit. Ich weiß, ich werde es auch wieder irgendwann bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich meine, so viel braucht man gar nicht. Ja, klar. Immer mal wieder. Aber wie gesagt, das sammelst du ja immer noch auf, ne? Ist ja nicht so. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. What? Ich weiß nicht, was du meinst. Klong, klong. Ganz wichtig ist natürlich, die ganzen Erze mitzunehmen, gell? Das ist wie in jedem anderen Spiel auch. Ganz wichtig. Und immer schön schmelzen. Iselia, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir auch. Na, alles klar. Hast du gut geschlafen? Wie hat's dir denn gefallen, so die ersten Runden? Aua. Warte, ich stoß gleich mit dir an. Ich muss mich erstmal retten. So, tere. Wunderbar. So, wieder was nachschenken. Iselia. James hat mir letztens Pets Hotel gekauft. Und wie gefällt's dir? Erzähl. Zwei Rentner sind zu Magen und halten sich. Was war der peinlichste Moment im Leben? Das war, als meine Mutter mich noch in Erinnerung bestimmt. Wieso das? Waren doch alle kleinen Jungs ja schon. Aber meine Mutter hat mich gestern erwischt. Na, den kenne ich schon, Racker. Na klar, hab schön durchgeschlafen. Ja, war gut, aber noch nicht viel mitgemacht. Ja, das stimmt. Also die Runden, die wir gestern gemacht haben, das heißt nicht, dass du jetzt halt alles von dem Spiel gesehen hast. Und dann waren wir halt auch sehr viele. Und die Runden sind gestern noch, also irgendwie an, also es ist nie dasselbe. So, du spielst heute und heute ist es wieder ganz anders. Habe ich nichts mehr zu essen? Du heiliger Strohsack. Weißt du, was ich meine? Das ist voll cool, macht sehr viel Spaß. Ach schön, da freue ich mich, dass du Spaß hast. Ich habe noch eine andere Pets-Geschichte entdeckt. Muss ich mal gucken. Die müsste aber auch schon released sein. Was wir damit machen. So. Ja, we have a little problem. Ja, muss das halt öfter mitspielen. So sieht's aus, ich sehe ja, genau. So wie ich den Monologist auch noch mal spielen muss. Ein bis zweimal. Ja. Ach, da habe ich was zu essen. Doch, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Bringt mir nur nichts. Why do I drop, my friend? Jetzt nehmen wir. Ich weiß, Iselia, ich weiß.
Ja, genau, Racker. Genau. Der Monologist ist etwas komisch. Ja, ich bin Freak auch noch nicht so der... so überzeugt. Ich komme nicht mit allem klar. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass mich das Spiel schocken würde. Klar, die Jumpscares sind gut. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen Schreikrampf kriegen würde. Wisst ihr, was ich meine? Ich lass mich gerne überzeugen. Was, du gehst was? Ein bisschen Mega. Schnitzen? Was ist denn das? Für einen Stream mit Nadine und Dämonologist Frau Zolar. Kennt man, mach's gut, gell? Schönes Wochenende. Und Isilie, Dankeschön für den Sub im 7. Monat. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mega! Ja, das machen wir auch. Isilia, das machen wir auch. Dankeschön. Die Monologist, beste Geister, wenn es ganz gut ist. Jumpscares, gute Atmosphäre, richtig gute Grafik. Naja. Das lassen wir mal so stehen, wa? Möb. Das gefällt mir nicht. Jetzt kommt mein Karl-Heinz wieder durch. Ich muss es bauen. Ich muss diese Kochnische bauen. Mich lässt es eiskalt, nichts mit erschrecken, das Ghost Watchers oder was es war, war mehr erschrecken. Ja, finde ich auch, Adonis, ja, finde ich auch. Mike, gute Mosche! Na, alles klar? Also ich glaube, jeder hat einen anderen Punkt, wo er sich erschrecken lässt. Also für manche ist das Horror, für manche ist was anderes Horror. Oh, guck mal, es wird Frühling. Und vielleicht grusel ich mich vor Dingen, die, wo andere sagen, was will die denn, ne? Das kann sehr gut sein.